Jö, das müsste es aber für diese Runde gewesen sein. Das heißt, F9. Voyeur 4 hat alle Befehle ausgeführt. Du bist jetzt bei Wallaby als Scout. Auch wenn die Blase echt ziemlich klein ist. Also Wallaby hat wie viel Bewohner? 3800 und ist immer noch dabei, die erste Fabrik zu bauen. Ja, nee, da geht's nicht. Aber hier könnte es vielleicht gehen. Hier sind ja schon 95.000 Bewohner. Und wir haben 8 von 190 Fabriken. Ja. Ich guck mal ganz aus, wie teuer so ein bodengestützter Scanner wäre. Der würde dauern 12 Jahre. Nee, komm, entfernen. Also ja, da können wir erst weitermachen, wenn wir wesentlich mehr Bevölkerung haben und viel mehr Fabriken. Wie schaut es hier eigentlich aus? Du brauchst 1 bis 2 Jahre. Wir können die Bergwerke nicht rausschmeißen, wir haben zu wenig Ressourcen hier. Nee. Allgemein wäre es vielleicht keine schlechte Idee, also jetzt ist es zu spät dafür, aber im nächsten Spiel vielleicht, dass wenn wir ein Schiff losschicken mit Kolonisten, dass wir immer gleich einen Transporter mitschicken mit Germanium. Damit wir genug Ressourcen haben, um da auch die ganzen Fabriken aufzubauen. Ja. Aber na gut, was haben wir noch an Nachrichten? Voyeur Nummer 5 hat alle Befehle ausgeführt. Der ist jetzt da unten, hat noch die Hälfte an Treibstoff und hat keinen Planeten mehr gefunden. Du bist was? Du bist Schiffe. Hier war irgendwo. Da ist der Voyeur. Wir könnten jetzt also diesen Voyeur nach Kische schicken. Um dann da auch als Scanner zu fungieren. Oder wir gucken nochmal ganz kurz hier zu den Planeten. Obwohl, warte mal, den schicke ich einfach genau in die Mitte. Dann müssten alle drei aufgedeckt werden. Und danach schicke ich ihn dahin und dann dahin. Und im Vorbeiflug müsste er die hier sehen. Ja, das ist erstmal okay. So, nächste Nachricht. Raumstation bei Simple hat ein Voyeur gebaut. Voyeur, du fliegst bitte. Was bist du? Du bist die Flotte. Du Voyeur, fliegst bitte dahin. Nächste Nachricht. Drei Bergwerke. Wenn du Nether Region kolonisierst, kannst du seinen Wert auf 66% bringen. Oh, das ist okay. Da oben. Ja, da bauen wir doch gleich mal ein Kolonieschiff für. Simple. Ändern. Wir hätten gerne eine Santa Maria und wir hätten gerne noch zwei Frachter hinterher. Du gehst mal nach oben. Du gehst auch nach oben. Wirst alles in einem Jahr gebaut. Das heißt, wir nehmen nochmal einen dritten Frachter dazu. Und gleich 1, 2, 3, 4, 5 Zerstörer. Und ein Voyeur. So, alle grünen Sachen werden jetzt in diesem einen Jahr gebaut. Das heißt, nächste Runde haben wir das Kolonisierungsschiff, um die Kolonisten rüberzubringen. Wir haben jede Menge Frachter, um noch mehr Kolonisten und um Ressourcen rüberzubringen. Wir haben gleich die Verteidigung da, die 5 Zerstörer und ein Voyeur als Scanner. Das ist doch mal richtig schick. Okay. Nächste Nachricht. Und wir haben Lavacious kolonisieren können. Oder könnten wir, aber auf -8%. Nö, das bringt uns nichts. Sehr schön. Also ja, doch, bisher läuft es ganz gut. Bisher ist auch noch gar kein Gegner aufgetaucht. Das ist wohl der Haken. Na gut, F9. Mittlerer Frachter hat alle Befehle ausgeführt. Der ist jetzt also hier. Den sammeln wir mal mit den anderen mittleren Frachtern. Das heißt, wir haben jetzt 5 mittlere Frachter. Jede Menge Laderaum. Wir haben eine Santa Maria gebaut. Die füllen wir einmal mit Kolonisten auf. So. Und schicken wir nach Nether Region zum Kolonisieren. Dann nehmen wir die Zerstörer. Schicken wir ebenfalls dahin. Den Voyeur schicken wir ebenfalls dahin. Und die Frachter. Auf die Frachter packen wir Kolonisten. Oh, wir könnten alles voller Kolonisten packen. Nee, nicht alles. Also, Simple hätte dann immer noch 500.000 Kolonisten, was vollkommen in Ordnung ist. Ja, ich würde jetzt aber gerne ein wenig Germanium mitnehmen. Oh, wir haben nur so wenig. Wir hätten dann gerne. Kann man hier auch mit Shift arbeiten? Ja, hier kann man auch mit Shift und Steuerung arbeiten. Sehr schön. Aber dass es so konsistent ist. Dass man in der Änderungsliste mit Shift und Steuerung arbeiten kann für 10 und 100er Schritte und hier genauso. Also wir nehmen nochmal davon was mit. Davon 5 Tonnen mit. Davon 5 Tonnen mit. Und den Rest Kolonisten.
So, okay. Die schicken wir auch dahin mit dem Auftrag Transport. Wir schicken dich erstmal ohne Auftrag dahin. Denn ich weiß nicht, ob das gleichzeitig passieren kann, weil alle Schiffe müssten eigentlich zum selben Zeitpunkt eintreffen, wenn ich das richtig gesehen habe. Obwohl, hier ist mehr Last, also sind die langsamer. Der braucht 6 Jahre. Wie lange braucht die Santa Maria? Auch 6 Jahre. Okay, wir gehen wieder auf unsere Frachter. Wir können hier nicht die Geschwindigkeit einstellen. Ah, das ist ärgerlich. Na gut, das heißt, er fliegt jetzt einfach nur dahin und wartet dann ein Jahr. Und wenn die Kolonie aufgestellt ist, dann macht er im nächsten Jahr das Entladen. Das, klingt gut soweit. Was haben wir noch an Nachrichten? Wir haben den mittleren Frachter gebaut, wir haben den Zerstörer gebaut, wir haben den Voyeur gebaut. Wir haben 3 Bergwerke gebaut. Wir haben einen 43% Planeten gefunden. Das ist Muspel, da oben. Der ist ja auch noch in unserem Gebiet. Wäre soweit also ganz okay. Und ich würde gerne auf Simple ändern. Wir hätten jetzt gerne nochmal 5 mittlere Frachter. Die stopfen wir auch gleich alle mit Kolonisten voll und schicken die nach Wallaby. Okay. Was sagt Wallaby eigentlich? Wallaby sagt, wir haben nächste Runde eine Fabrik. Ja, definitiv Kolonisten. So, damit werden die Nachrichten durch. Alle Leute haben ihre Aufträge. Wir sehen nirgendwo rote Dreiecke. Das ist mir im Tutorial ja tierisch häufig passiert, dass dann im Tutorial Textplatte stand, klick auf das rote Dreieck, was feindliche Truppen suggeriert oder anzeigt. Und ich dann, hä, was für ein rotes Dreieck? Aber ja, da werfe ich jetzt so ein halbes Auge drauf. Sehen tue ich allerdings noch keins. Also gut, F9. Ja, Voyeur 9 hat alle Befehle ausgeführt. Du bist jetzt auf Equius. Gut. Wir haben 5 neue mittlere Frachter gebaut. Da kümmern wir uns doch gleich mal drum. Wir hätten gerne Fracht. Oh, wir haben kein Germanium mehr. Na gut, dann halt nur Kolonisten. Nach Wallaby. Transport. Kolonisten. Alles entladen. Und dann nach zurück nach Simple. Treibstoff verbraucht 3400. Achso, wir haben ja auch ein bisschen mehr. Na gut, dann mach das Ganze bitte mit Warp 4. Oh, sind die einzelnen Wegpunkte unterschiedlich schnell? Also ich würde gerne schnell hinfliegen. Warp 6 ist okay. Zurück kann es ruhig langsamer sein. Der da oben ist immer noch auf Warp 6. Ja, sehr schön. Ja, das ist doch... Also das ist echt genial, wie gut das programmiert ist teilweise. Also wir können wirklich pro Wegpunkt sagen, wie schnell er von Punkt A nach B fliegen soll. Also A nach B fliegt er jetzt mit Warp 6 und B nach A zurück fliegt er mit Warp 2. Flugzeit 55 Jahre. Das ist nicht gut. Okay, er fliegt hin mit Warp 5 und zurück schafft er es nicht. Das ist jetzt nicht so gut. Also, wir könnten den Hinflug genauso langsam machen wie den Rückflug mit Warp... Nö, das passt so einfach nicht. Wir haben zu viel Belast dabei. Okay, wir gehen jetzt mal auf, sagen wir mal, 800 Kilotonnen. Hinflug, Warp 6, Rückflug, Warp 4 schafft er nicht. Okay, Hinflug, Warp 5. Das ist doch doof. Wir müssen doch auf jeden Fall mehr forschen. Wir brauchen bessere Antriebe. Das ist ja übel. Oder wir machen einfach einen Einwegtrip draus. Und die Transporter bleiben da. Okay, machen wir lieber so. Also wir laden wieder doch alles voll mit Kanonisten. So. Dann hätten wir gerne den Hinflug mit Warp 6. Und wir machen keinen Rückflug. Das heißt, das ist die Transportflotte von dem Planeten. Das heißt, sie werden so lange da festsitzen, bis wir hier eine Raumstation gebaut haben, was eine ganze Ecke dauern wird. Denn in Raumstationen kann man sich ja auftanken lassen. So, hier sind die die Verteidiger hin unterwegs. Was sagt der Planet selbst? Er ist bei 133.000 Bevölkerungen.
Er baut viel, viel, viel zu wenig Fabriken. Das müssen wir sofort ändern. Das kommt raus. Löschen. Wir hätten gerne Fabriken. 50 Stück. Wir hätten gerne Bergwerke. 50 Stück. So, schon besser. Bei Wallaby können wir das auch schon mal höher schrauben. Die eine Fabrik brauchst du noch zu Ende, ist okay. Danach hätten wir gerne Auto Build die und die Fabriken ruhig weiter nach unten. So. Hier oben haben wir noch nichts kolonisiert. Was mit Kiche? Kiche hat eine Fabrik. Ja, das ist auch noch okay. Also hier ging es halt nur so schnell, weil die halt einmal Kolonisten bekommen haben. Das heißt, sie hätten eigentlich wesentlich mehr produzieren können, aber weil ich vergessen habe, die Produktionsliste zu ändern, haben sie das nicht gemacht. Was ich ein wenig komisch finde. Aber na gut, wir haben noch jede Menge Nachrichten. 8 Bergwerke auf Simple wurden gebaut. Das können wir ausblenden. Equius hat alle Aufträge abgeschlossen. Die Auftragsliste ist leer. Das haben wir gerade geändert. Okay, also haben wir doch nicht so viel Zeit verschwendet, in Anführungszeichen. Das ist gut. Wir haben Tech Level 7 in Biologie abgeschlossen. Wir setzen unsere Anstrengungen im Bereich Elektronik fort. Sehr gut. Wir haben organische Panzerung erforscht. Und wir haben einen neuen Planeten mit 65% gefunden, da oben. Oh, sehr gut. Wir hätten dann gerne 2 neue Santa Maria, die wir da hinschicken. Erstmal wieder simpel aus. Ändern. Santa Maria. 1, 2. 1, 2 Voyeure. Ich baue jetzt keine leichten Zerstörer. Obwohl doch, ich baue die leichten Zerstörer einfach auch. Weil ich wollte jetzt eigentlich gleich ein neues Schiffdesign entwickeln. Und zwar eins mit organischer Panzerung. So, also wir haben die. Mittlere Frachter lassen wir erstmal hier, weil wir das alles eh nicht in einem Jahr herstellen können. Okay. Damit sind wir hier durch. Jetzt gehen wir mal in den Schiffsdesigner und stellen mal ein etwas besseres Schiff. Wir hätten gerne vorhandene Baupläne. Ein Zerstörer. Bauplan kopieren. Wir hätten gerne den Grashüpfer. Wir hätten immer noch gerne keine Scanner. Wir hätten dafür gerne organische Panzerung. 1, 2 mal. Wir hätten gerne immer noch den Alpha-Torpedo und die Strahlenwaffen. Der Kampfcomputer. Ich weiß nicht, für was die Computer wirklich... Also sie machen eine höhere Trefferchance von 20% und ein... Aha, genau. Also erhöht die Zielgenauigkeit der Torpedos um 20%. Wir haben gar keine Torpedos. Ah doch, Alpha-Torpedo. Um 20%. Ja, das bringt ja doch was. Aber dafür extra einen Computer einbauen für ein Torpedo. Ich glaube, ich mache das mal andersrum. Ich glaube, wir machen mal den Laser in die Mitte. Unser Nahkampflaser. Und dafür dann 2 Torpedos, damit sich der Computer überhaupt erst auszahlt. So. Zerstörer. Normal. Wir haben noch einen Mech-Slot über. Lenkantrieb, was machst du? Erhöht die Schlachtgeschwindigkeit um 1/4 Feldbewegung. Das wäre gut, wenn wir jemanden angreifen würden, der fliehen will. Aber zum Verteidigen brauchen wir die nicht unbedingt, da wir jetzt ja primär Langstreckenwaffen haben. Also nee, das lasse ich erstmal weg. Das kostet nur unnötig Ressourcen. Ja, 5 Kilotonnen Ironium und 5 Kilotonnen Germanium. Das muss nicht sein. Also, das ist jetzt unser neuer Zerstörer. Normal. Sagen wir mal 2. Weil er inzwischen die organische Panzerung hat. Nee. Zerstörer normal 1. Wir haben es falsch rum deklariert. Also, du können wir dich umbenennen. Bauplan bearbeiten. Ah ja, sehr gut. Also, du bist jetzt Zerstörer 1 normal. Und du kriegst ein anderes Bild. Was sieht denn aus wie ein Raketenschiff? Keins davon. Okay, du bist jetzt unser Zerstörer 1 normal. Okay, fertig. So. Ich glaube, das war's diese Runde. Also wir produzieren jetzt auf Simple ein wenig zu viele Schiffe für meinen Geschmack. Ich würde eigentlich ganz gerne die Fabriken und Bergwerke da weiter ausbauen. Aber das müssen wir dann machen, sobald wir die da oben kolonisiert haben. Weil wenn wir die alle haben, dann müssten wir eigentlich erstmal zufrieden sein und nicht weiter expandieren, sonst kriegen wir irgendwann eins von Nachbarn auf den Deckel. Also F9.
Zerstörer leitet alle Befehle ausgeführt. Der ist jetzt bei Equeus angekommen. Okay. Wir haben zwei neue Schiffe vom Typ Santa Maria. Gut, die laden wir voll. So, die teilen wir auf. Schicken einen dahin. Kolonisieren. Das ist Nummer 14. Das ist Nummer 17. Die schicken wir dahin. Zum Kolonisieren. Nächste Nachricht. Wir haben zwei Voyeure gebaut. Die teilen wir auch auf. Ein Voyeur dahin. Das ist Nummer 15. Und Voyeur 18 dahin. Jetzt haben wir 5 leichte Zerstörer gebaut. Das passt doch. 5 bitte dahin.